Hallihallo, ich begrüße euch ganz lieb hier. Schön, dass du eingeschaltet hast zu dem Unboxing-Video. Das ist ein ungeschnittenes Video, denn ich war jetzt diese Woche in Köln und habe ein kleines Goodie-Bag bekommen und war auf dem Unplugged-Event von YouTube und auf den Video-Days. Hier sehen wir auch nochmal schnell die Tasse Hashtag Black, die du bei mir im Webshop www.ceramic-germany.com kaufen kannst. Und auch hier die Tasse Green. Und dann zeige ich dir nochmal schnell hier noch Produkte, die man auch kaufen kann, alle im Webshop. Die habe ich schon vorbereitet. Und auch diese Vase kannst du kaufen. Das sind alles immer kleine Stückmengen. Hier oben haben wir nochmal die Tasse Black und eine Zuckerdose. Genau, also vielen Dank erstmal fürs Folgen hier auch. Wir sind fast komplett 1 Million Subscribers, also es dauert noch ein bisschen, aber wir sind schon auf der Zielgeraden und ich werde da natürlich auch diesen versprochenen Merch fertig designen. Ich habe da schon mehrere Ideen. Ich erzähle dir das mal schnell, was aktuell auf meiner Favorite-Liste steht. Und zwar kannst du gerne in die Kommentare schreiben, was du haben möchtest, falls du meine Sprache verstehst. Aber ich denke mal, da gibt es einen Untertitel und da verstehst du das bestimmt. Also Punkt 1 ist eine Kuh, beim Stricken eine Giraffe auf dem Surfbrett oder ganz, ganz neu, denn ich schreibe jetzt einen Song, der heißt Plastiktüte oder habe den schon geschrieben und muss den jetzt bloß noch mit Melodie machen. Also am 31.10. kommt der raus, der Song. Plastiktüte. Und zwar geht es da um einen Walfisch, der quasi den Müll immer wieder vor Augen hat, weil die Menschen sich halt nicht bekennen, einfach mal Keramik zu kaufen von Keramikstudio Anne Werner, sondern immer noch die billigen Plastiksachen kaufen. Und da habe ich jetzt einen Song dazu geschrieben und der kommt am 31. raus. Inspiriert wurde ich natürlich von den Events da, zum Beispiel auf der YouTube Unplugged Party, wo ich mich mit vielen super coolen, erfolgreichen Creators unterhalten habe und natürlich auch auf den Video-Events da in Köln, was total für mich richtig cool war, weil ja, ich habe mir immer gesagt, damals, wo ich noch relativ jung war, also unter 30, da habe ich mir dann immer gedacht, okay, also wenn es mit der Keramik nie klappt, dann wäre ich Schauspielerin. Und deswegen fand ich das halt auch so cool, dass mich der Weg so in die richtige Location von Köln, also da, wo wirklich Film und Fernsehen Rang und Namen hat. Also ich war, da gibt es dann auch noch einen Vlog dazu. Ich bin da halt so begeistert von, dass ich dort einfach als gelernte Töpferin dort durchmarschiert bin. Da habe ich auch ganz viele Fotos, Videos davon gemacht, wo die Leute wirklich ihre Filme produzieren und das Fernsehen ist. Also das ist total cool. Und ja, und da war halt auch die Video-Days und dann habe ich mich natürlich auch mit exzellenten deutschsprachigen YouTubern unterhalten und TikTokern, also und ein Goodie-Bag von YouTube erhalten. Und das ist jetzt so, darum geht es jetzt hier in diesem Video. Ich mache das jetzt so ungeschnitten. Ich habe jetzt hier mein Kabel, guckt. Ich weiß bloß noch nicht so richtig, wie ich das machen soll. Ob ich das jetzt irgendwie festpinne oder einfach mal hier unten hinlege, damit ihr den Sound hört von dem ASMR. Ich habe übrigens auch meine Nägel lackiert und nach dem Video gehe ich direkt an die Töpferscheibe und produziere neue Töpfervideos. Ich habe jetzt 1 bis 2 Monate keine neuen Töpfervideos gemacht, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte nicht so richtig die Motivation, mich an die Töpferscheibe zu setzen. Aber mit diesen tollen Nägeln werdet ihr dann sehen, da gibt es dann neue Videos dazu. Darauf könnt ihr achten, wenn die Nägel dabei sind. So, das ist die andere Hand. Dann wisst ihr, okay, das sind jetzt neue Videos, weil natürlich habe ich auch welche recycelt, die schon ein bisschen älter sind, weil es geht ja. Warum mache ich das aktuell? Warum hatte ich ein bisschen wenig Muße, mich an die Töpferscheibe zu setzen? Ja, weil ich habe jetzt hier produziert und es ist halt so, dass ich halt hochpreisig bin und ich ja Töpfer bin in Wirklichkeit. Also, und wenn ich jetzt produziere,
dann ist es halt bei mir so, dass ich das natürlich auch verkaufen möchte. Und ich habe halt jetzt in den letzten 2 Monaten andere Sachen priorisiert gehabt. Das heißt, ich habe mich nicht so richtig um den Vertrieb gekümmert, muss ich ganz ehrlich sagen, sondern eher immer, ja, einfach andere Sachen gemacht, was ja auch wichtig ist. Und aber das führt dazu, dass ich als Töpferin nicht so richtig krass motiviert bin, dann weiter zu produzieren, weil bei einer richtigen Töpferin, und ich bin ja eine richtig gelernte Töpferin, 23 Jahre mache ich das jetzt schon, bin um die Welt gereist, habe studiert, 5 Jahre zusätzlich, 4 Jahre Weltreise und 3 Jahre Lehre und jetzt mit Keramikstudio schon fast 13 Jahre selbstständig. Dann ist das natürlich so, wenn ich jetzt nur Videos produziere, wo ich töpfere, dann ist das für mich jetzt ganz tief in drinnen nicht so die Erfüllung. Natürlich freue ich mich, wenn ihr meine Videos schaut. Also vielen, vielen, vielen Dank dafür. Das gibt mir so ein bisschen die Bestätigung, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Aber mein Töpferherz schlägt erst dann richtig hoch und richtig stark. Und ja, das ist einfach ein ganz anderes Glücksgefühl für mich als Töpfer zu spüren, auch wenn ich auch Käufer erreiche. Also wenn nicht nur geguckt wird, sondern vielleicht auch gekauft wird. Natürlich ist meine Audience eher so in Bangladesch und Indonesien und in den ärmeren Regionen unserer Erde angesiedelt, sage ich jetzt mal so. Was auf der einen Seite, ich kann jetzt mal ganz kurz den Vergleich auch ziehen, was ich an meiner Audience Community extrem krass finde, ist einfach, dass man halt merkt, dass die Leute, die mir folgen, wirklich mit dem Herzen dabei sind. Also vielen, vielen Dank dafür. Das Ding ist aber, wir leben ja in einer Welt, wo halt doch der Kapitalismus immer noch sehr stark ist und der hält auch bei mir nicht an. Also das heißt, ich habe halt Kosten und diese Kosten spiegeln sich halt in meinen Preisen wieder. Und meine Grundidee ist halt wirklich, nachhaltige Produkte hier in Deutschland produzieren zu können, nach wie vor. Und deswegen sind meine Preise so, wie sie sind, und ich kann die nicht günstiger machen. Auch der Community-Preis von der Mondschein-Kollektion habe ich erhöht, weil der Brennofen, der muss, der ist gerade in der, also der Brennofen, der ist gut, der ist noch ganz, also den habe ich ja erst vor kurzem gekauft, vor 2 Jahren, und der hält ja. Ich habe ja extra einen guten Brennofen gekauft, weil wenn ich was kaufe, dann kaufe ich immer teuer ein, weil es dann auch länger hält. Das ist meine Philosophie und das wünsche ich mir halt auch bei meinen Kunden, dass die halt auch erkennen, okay, ich spare dann lieber mal 2, 3 Monate für so eine Tasse und kaufe die einmal und dann habe ich aber mein ganzes Leben lang davon was. Und so sind halt nachhaltige Produkte halt entstanden, dass ja, dass einfach die Langlebigkeit dadurch ermöglicht wird. Und wenn du am Anfang mehr bezahlst, das heißt für den Hersteller, dass quasi die Kosten gedeckt werden können, weil der Hersteller, der langlebige Produkte macht, also sprich Keramikstudio Anne Werner ist der Hersteller und macht hier langlebige Produkte, muss deswegen am Anfang besonders viel Energie zuvor rein investieren. Also ich gehe ja immer sehr stark in Vorleistung, bis ich dir überhaupt so ein Produkt hier, so ein fertiges Produkt anbieten kann. Das wird immer nicht so honoriert. Man denkt dann, ach naja, ist ja alles nur getöpfert und dies und das. Man weiß meistens gar nicht, wie viel Arbeit da eigentlich dahinter steckt. Das fängt mit Putzen an, das fängt mit Designgestaltung an, dann überhaupt auch dieses Können, ne? Diese gradwandige und das durchzuziehen und überhaupt dran zu bleiben, mit den Kunden zu sprechen, sich immer wieder im Marketing auch wieder was Neues einfallen zu lassen. Alles das spielt ja mit rein. Dann das Verpackungsmaterial, das ist bei mir in Pappe. Pappe ist immer ein bisschen teurer wie Plastik. Und da gibt es natürlich jetzt auch in Zukunft wieder weitere Programme, also sprich Livestreams, die ich halt weiter intensiver ausarbeiten will in der Thematik Nachhaltigkeit, Rohstoffe sparen und so weiter und so fort, damit du als Kunde auch wirklich weißt, okay, ich will dich hier nicht irgendwie sonst wie, sondern ich will dich eigentlich dazu bekennen, einfach mal zu sagen,
sagen, okay, nee, ich verstehe das, ich spare drauf und bin jetzt nicht frustriert, nur weil ich es mir gerade aktuell nicht leisten kann und tu da Anne deswegen nicht gleich wieder sagen, ah, das ist zu teuer, bla bla bla, sondern ich bekenne mich, weil ich sehe den Sinn dahinter, wirklich auch mal ein bisschen mehr tiefer in die Tasche zu greifen und das ist halt aus, also das ist halt quasi meine intrinsische Motivation, überhaupt solche Videos zu machen. Und um das nochmal so zu betonen, weil das ist immer ganz wichtig, dass auch wenn du jetzt einfach mir folgst, weil, ja, keine Ahnung, ich freue mich über jeden Follower, ich freue mich, wenn ich auch euch irgendwie dazu inspirieren kann, wirklich auch mal zu sagen, nee, klar, ey, macht Sinn. Und deswegen bin ich jetzt auch gerade am Song schreiben, der heißt Plastiktüte, der kommt am 31.10. raus, wie gesagt, inspiriert durch die ganzen Events, wo ich jetzt in letzter Zeit war. Und ich freue mich, ich bin so super dankbar, dass auf den Video-Days tatsächlich, das muss ich jetzt auch nochmal dazu sagen, auch das Handwerk selbst vertreten war. Und ich habe mit jemandem aus der Handwerkskammer Düsseldorf, ich bin ja selber auch viel in Düsseldorf lange, lange Zeit gewesen, bin immer noch super gerne in Düsseldorf. Diese Woche hat es leider nicht sollen sein, dass ich jetzt noch Zeit in Düsseldorf verbringe, weil ich natürlich auch eine Budgetgrenze habe sozusagen aktuell. Deswegen bin ich jetzt erstmal wieder nach Meißen gekommen und werde aber irgendwann mal wieder nach Düsseldorf, weil Düsseldorf ist immer sehr geil, weil ich habe mir halt gedacht, naja, wenn du in Köln bist, dann kannst du auch mal schnell nach Düsseldorf. Aber wie gesagt, die politische Situation und so weiter, das hat es alles gerade nicht so hergegeben. Und ich bin auch super, super gerne in Meißen, da wo ich jetzt gerade bin, dieses Video verfasse. Und auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ich habe mich halt super intensiv unterhalten übers Handwerk und auch die waren vertreten auf den Video-Days und ich habe mich so super gerne gefreut, weil ich war ja als Creator richtig bei den Video Days und dann war ja noch richtig die Handwerkskammer sozusagen auch vertreten. Also das ist super cool, wie man das so schaffen kann, weil ich inspiriere natürlich auch andere, ne? Und für mich ist es aber auch immer wichtig, wieder so immer wieder auch den Ursprung zu finden, damit, weil wenn man jetzt als Creator irgendwo ist, das möchte ich auch nochmal dazu betonen. Das ist ja heutzutage möglich. Du kannst auch Creator werden, einfach Videos machen, wo du Bock drin hast, wo du deine Leidenschaft ausdrückst und dann zack, hast du vielleicht auch schnell ganz, ganz viele Leute, die dir folgen. Das ist heutzutage möglich. Deswegen mach das. Es ist immer eine Inspirationsquelle für jedermann, wenn du irgendwie eine Leidenschaft hast, das dann visuell, digital auszudrücken. Und aber was für mich jetzt ist, ich bin ja so ein bisschen schon, sage ich jetzt mal, ältere Generation. Ich bin jetzt nicht die Älteste, aber ich merke natürlich, dass ich mit Baujahr 1982 einfach schon auch andere Zeiten durchleben durfte, die fernab von Video produzieren und so weiter existiert haben. Und das ist ja eigentlich meine wertschöpfende Quelle, die ich halt habe bei dem ganzen Content, den ich mache. Das heißt, ich lege es dir ganz, ganz nah ans Herz, auch im Namen als Vorbildunternehmerin für Bundesministerium Wirtschaft und Energie, so hieß es früher, jetzt heißt das Umweltschutz, genau, Klimaschutz und Umweltschutz. Also ich bin da jetzt seit 2019 schon Vorbildunternehmerin vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Ja, und da muss ich aber nochmal schnell selber gucken, wie der Name sich jetzt wirklich anhört. Ja, ich versuche jetzt gerade hier irgendwie den Fokus zu halten, weil mein Hintergrundgeräusch, das hat sich gerade geändert. Das ist immer ein bisschen schade, weil ich als Künstlerin eine sehr sensible Eigenart habe. Ich bediene ja mittlerweile sehr, sehr viele Dinge. Das heißt, ich produziere Keramik von der Pike an. Ich mache Entertainment. Und diese Hintergrundgeräusche brauche ich, um irgendwie meinen Fokus zu halten. Und wenn da
irgendwas dazwischen kommt, dann bin ich immer gleich vom, ja, keine Ahnung, ist merkwürdig. Also, wie gesagt, du kannst dich auch gerne von mir coachen lassen, by the way, weil da gibt es wirklich Tools und Werkzeuge, wie du halt wirklich deine Ziele in dieser schnelllebigen Welt auch umsetzen kannst. Und solche Hintergrundgeräusche, wie ich jetzt immer habe, das ist bei mir das Meeresrauschen, das kann dir helfen, tatsächlich den Fokus zu halten. Also, falls dich das interessiert, kannst du mir gerne unten in die Kommentare ja, deine Fragen stellen. Ich mache da auch super gerne einen kompletten Livestream zum Thema Coaching. Und wie gesagt, ich möchte das nochmal schnell sagen. Hier, ja, YouTube-Kanalmitgliedschaften für 500 Euro. Da kannst du dich auch registrieren sozusagen. Also, und da gibt es jetzt zeitnah auch das erste Video, was ich hochlade. Genau, wo du halt wirklich richtig krasses Fachwissen über die Keramik von mir bekommst und dann findest du da halt auch, erstens mal kannst du mich da auf alles fragen, also ich kann dann extra auch für dich Videos machen und dann halt auch kriegst du sofort eine Antwort, wenn du mir eine Frage stellst zu einem Fachthema und du lernst von mir auch, wie man Kunst verkauft und auch Coaching-Tipps bekommst du da auch. Also 500 Euro kostet es im Monat, ist relativ günstig im Vergleich zu dem, was ich bezahlt habe, wo ich meine Coachings gekauft habe. Nur mal so eine Zahl, also mein krassestes, also ich habe schon Coachings gekauft, die haben 12.000 Euro gekostet für 6 Wochen. Nur mal, dass du so eine Zahl hast. Diese Tasse hier kostet 850 und die auch. Genau, und dann habe ich auch einen naturbelassenen Coffee-to-go-Becher für 1100, ja, für 111 Euro, genau. Also das ist jetzt so das Günstigste, weil, wie gesagt, ich muss ja auch von irgendwas leben. Und jetzt versuche ich hier irgendwie noch, ich hoffe, ich habe alles so ein bisschen erzählt. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich so viel quatsche, aber meine Güte, ihr kennt mich. Und ach so, doch, mir fällt noch was ein. Und zwar habe ich mich ja auch unterhalten mit den anderen Creators aus Deutschland. Also die haben ja auch mehrere Millionen Follower. Das heißt, ich war in super guter Gesellschaft jetzt bei diesen Events und konnte mich mit jemandem unterhalten, der zum Beispiel sehr bekannt ist für seine Ice Rolls oder auch andere machen halt Comedy oder sonst sowas. Also so auch Experiences und die sind halt, mit denen konnte ich mich super gut austauschen. Einfach weil es ist nun mal ganz anders, mit Leuten zu sprechen, die auch viele Follower haben. Also viele Follower fängt so bei, ich sag jetzt mal, wenn man so, also, naja, ist egal, also für den einen sind das viel, für den anderen, also für mich sind, ich habe ja jetzt so insgesamt so mit TikTok zusammen und den anderen ganzen kleinen Sachen so roundabout 6 Millionen aufgerundet Follower insgesamt jetzt aktuell. Und das ist viel und ich manage das aktuell immer noch alles selber und kann mich halt mit meinem Umfeld von früher gar nicht darüber unterhalten, weil das halt eine ganz andere Welt ist. Und deswegen sage ich nochmal vielen, vielen, vielen Dank hier an YouTube und so weiter, dass wir halt die Möglichkeit hatten, da oder haben, über solche Events sich zu vernetzen und auszutauschen. Und da ist mir halt folgender Gedanke gekommen, dass ich vielleicht nächstes Jahr, also ich werde mal gucken, was das alles so kostet, aber ich hoffe, das wird jetzt hier auch übersetzt werden über den Untertitel, denn ich kann jetzt eure Sprachen nicht so gut. Ich werde in der Zukunft auch versuchen, ein bisschen mehr Englisch noch zu machen. Ich lerne nebenbei noch mehrere Vokabeln, damit ich halt noch Englisch besser sprechen kann. Aber gewisse Sachen gehen mir halt Deutsch. Ne, ist halt in Deutsch einfacher. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ich versuche mal zu schauen, also ich werde mal schauen, wie viel Geld ich investieren muss für eine Reise nach Bangladesch oder Indonesien. Also da würde ich nächstes Jahr einfach mal eine Tour zu euch machen. So einen Monat oder so oder 2 Wochen mal gucken, dass ich da einfach mal euch kennenlerne. Also das ist so eine Idee, die natürlich mit sehr viel Mut verbunden ist, einfach in so ein fremdes, aber ich bin ja eine weltweit gereist und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der mich da auch mit begleiten wird, also halt körperlich, sage ich jetzt mal so, also nicht nur mental, sondern auch der da vielleicht mitkommt oder so auf so eine Experiences. Vielleicht habe ich ja Glück und aus den tollen Begegnungen jetzt hier auf den Events sind vielleicht
können ja auch Freundschaften entstehen und oder neue Reisekameraden. Und das wäre natürlich krass gigantisch, wenn ich einfach mal zu euch komme und einfach mal euch Hallo sage, damit ich einfach auch mal eure Welt verstehe, weil ja, ich zeige euch immer meine Welt und ich frage mich dann halt immer, warum ihr meine Töpfe zum Beispiel nicht kauft. Aber ich meine, wenn ihr selber zu tun habt, dann ist es natürlich klar. Und am Ende kann ich vielleicht euch auch da irgendwie unter die Arme greifen, indem ich ein Produkt entwickle, was für euch bezahlbar ist oder irgendwie so. Oder es gibt ja auch noch die Trinkwasser-Sache, die ich da im Kopf habe, also diesen Wasserfilter, diesen keramischen. Aber wie gesagt, ich brauche da natürlich auch entweder Sponsoren oder Investoren, die in mich vertrauen und also sprich auch finanziell mich da unterstützen. Oder ihr kauft einfach meine Abos, aber das ist natürlich besonders, also besonders spreche ich da natürlich die westliche Welt an, ist klar, ne? Und ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank nochmal fürs Folgen und ich versuche mal für 2024 mal das irgendwie in Angriff zu nehmen, quasi Indonesien, Bangladesch und so weiter, mal wirklich auch zu besuchen. Also mal schauen. Jetzt haben wir 20 Minuten gesprochen, ich werde das so ungeschnitten hochladen und wir schwenken jetzt mal zu dem eigentlichen Teil. Und zwar dem Unboxing-Video. Ich habe das selber noch nicht reingeguckt. Ich zeige euch mal schnell, was es ist. Und zwar ist es das Goodie-Bag von YouTube. Yay! Genau, also eine wunderschöne Tragetasche. Da habe ich mich super, super gut gefreut darüber. Vielen, vielen Dank an YouTube. Guckt mal, wie schön die Farben sind. Lila. Blau, so, ich finde das super cool gedesignt. Das ist auch eine schöne Größe, da passt viel rein. Tolles Material. Genau, das ist hier von Fairtrade auch. Cotton. Also, wie gesagt, ich bedanke mich das super gerne nochmal dafür, weil einfach ich selber als Hersteller und Produzent weiß, wie viel Arbeit da drin steckt und ich wertschätze das sehr, dass man uns als, also einfach zu solchen Feierlichkeiten mit einlädt. Und da gab es dann noch so eine Kaffee-Flatrate, da konnte ich den ganzen Tag kostenfrei Kaffee trinken. Bei den YouTube-Unplugged-Event, da gab es auch kostenfreies Essen und Getränke. Also ich weiß, was das alles kostet. Also vielen, vielen, vielen Dank, dass wir da die Möglichkeit haben, da einfach mit dabei gewesen zu sein. Und einfach, also ich schätze das krass wert, einfach auch, wie das alles aufgebaut wurde, die ganzen Sachen und auch mit den Nägeln, ne? Also das habe ich ja jetzt geschenkt gekriegt, ne? Diese Maniküre. Also vielen, vielen Dank nochmal an YouTube. Und jetzt gucken wir mal hier rein, was das hier alles so Schönes ist. Also ein was habe ich schon gesehen und zwar ist das hier so ein hier Ding. Das ist einfach so ein Ding, wo du halt das aufs Handy machst und dann kannst du das besser grippen, ein Pop-Grip. Vielen, vielen Dank. Auch die Lady, die mir das gegeben hat, die war super freundlich, die kam aus Berlin. Und jetzt gucken wir mal, was noch hier so drin ist. Ah, Sticker. Ja, cool. Sticker kann man immer gebrauchen. Ich liebe Sticker. Ich werde von Keramikstudio Anne Werner auch mal wieder Neues machen. Genau, also ich werde wahrscheinlich diesen Song, den ich gerade entwickle, der entstanden ist durch die vielen, vielen Gespräche, die ich hatte. Ja, Walfisch. Finnel war übrigens auch wieder da. Also Finnel, ganz cooler Typ. Und ich habe quasi jetzt so eine Idee, einen Walfisch-Song, also der heißt Plastiktüte, zu entwickeln. Ich glaube, hier ist so eine Anglerhut. Ein Anglerhut ist hier dabei, guckt mal, das wäre ja witzig. Da hast du hier, das ist echt eine Anglermütze. Das ist ja cool. Da habe ich hier gleich eine Winterbedeckung. Das ist nice. Da freue ich mich. Das ist cool. Ja, da gibt es dann auch noch mal Videos dazu, ne? Wenn ich das dann aufsetze. Also ich finde das echt cool. Ist auch guter Stuff, also gutes Material, kann man auch waschen. Das ist also wirklich super gut gemacht. Größe SM wird mir schon passen.
Also vielen, vielen Dank an YouTube hier. Also ich bin hier entzückt. Dann haben wir hier noch eine Flasche. Die ist schon ein bisschen verstaubt, aber ich bin ja auch unterwegs gewesen. Von Köln mit dem Bus, mit dem Zug, mit dem Flixtrain. Das könnte man natürlich auch noch aus Keramik herstellen. Das wäre natürlich noch ein Upgrade sozusagen, aber natürlich ist immerhin besser, wiederverwendbares Plastik zu nehmen. Aber ich sage jetzt nochmal schnell, was bei der Keramik noch krasser ist wie Plastik. Keramik ist halt, wenn es dann doch nicht mehr benutzt wird, kannst du halt Keramik nochmal neu aufbereiten. Und bei Plastik kann man das bedingt. Also das ist halt immer so der Vorteil von Keramik. Keramik hält auch das Getränk länger warm wie Plastik. Keramik ist jetzt nicht so lichtdurchlässig wie Plastik, aber kann genauso leicht sein. Also von der ne, ist auch geschmacksneutral und das ist bei Plastik nämlich dann irgendwann nicht mehr so. Das heißt, lieb YouTube, also wenn ihr das wollt, kann ich euch gerne auch einfach mal eine Serie machen. Genau, aus Keramik. Ist natürlich vom Preis her eine andere, aber da kann man natürlich ganz, ganz viel bewegen. Und irgendeiner muss halt mal der Erste sein, der mal sagt, okay, wir kaufen das jetzt einfach mal. Wir investieren das mal. Weil, ja, aber vielen, vielen Dank. Auf jeden Fall, das ist jetzt so, was mir dazu einfällt. Ne? Also ich muss ja auch ein bisschen für Keramikstudio Anne Werner sprechen. Genau, das ist ja hier meine Firma. Ich zeige es nochmal ganz kurz in die Kamera. Also ich stelle halt so selber Keramik her. Also solche Flaschen hier zum Beispiel. Ne? Also die kann man auch, ich zeige mal die Flaschen, die ich meine. Das passt ja gerade. Also das ist jetzt eine Kunstflasche. Ein Kunstobjekt, die ist jetzt ein bisschen schwerer, aber man kann die natürlich auch viel leichter drehen. Und der Vorteil bei Keramik ist natürlich, da kannst du halt dein Tee auch reinmachen und hier einen Stöpsel drauf machen. Ne, einen Korken würde man dann drauf machen. Und das ist halt, du kannst, da bleibt das Getränk auch lange warm oder lange kühl. Ja, das ist jetzt aber eine Kunstflasche, also hier, also ein Kunstobjekt meine ich, und das ist jetzt eine Kunststoffflasche. Ja, aber cool, ich freue mich trotzdem, ich liebe Geschenke. Und ja, oh cool, das ist ja echt cool da.